So, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Return to In-House Repair. Genau der Werkstattreparaturprozess im S/4HANA Service Release 2022. Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar und ich ja, freue mich, Sie heute hier ja, durch das Thema führen zu dürfen. Genau, vielleicht noch ein paar Informationen gerade zu Beginn zum Ablauf des Webinars. Sie sind während der ganzen Zeit stumm geschaltet, haben aber später die Möglichkeit, das werde ich Ihnen dann auch nochmal ankündigen, auch Fragen zu stellen. Das heißt, am Ende werden dann ja die Fragen beantwortet, soweit möglich und genau. Und ja, ansonsten sind Sie eben stumm geschaltet während des Webinars. Ich darf mich noch kurz vorstellen vorab. Ja, mein Name ist Jonathan Wallner. Ich bin hier bei der IB Solution im Bereich S/4HANA für das Thema S/4HANA Service zuständig. Das S/4HANA Service Release ist ja noch relativ neu und da habe ich mich darauf spezialisiert. Also ja, habe jetzt auch schon in der Vergangenheit ein paar Webinare gehalten, unter anderem auch zum Thema In-House Repair oder Werkstattreparaturprozess. Heute mit dem ja, Update zum Release 2022 und ich werde Sie eben heute durch das Webinar durchführen. Und ja, würde dann auch direkt einsteigen. Ja, wie immer nochmal so zur Zielgruppe von diesem Webinar ist im Prinzip gleich wie bei den anderen Webinaren vorher auch schon. Dadurch eben, dass das S/4HANA Service Modul ja der Nachfolger vom CS ist und auch aus dem CRM kommt, also so beide Teile zukünftig vereinen soll oder ja eben die Nachfolgelösung für beide Lösungen ist, sind auch die, ja, so, also neben den CS-Modulbetreuern auch alle, die vielleicht für CRM im Unternehmen verantwortlich sind, interessant. Und dann natürlich auch für, ja, für IT-Leiter und auch Fachbereichs-IT-Leiter. Genau. So, zum heutigen Ablauf möchte ich Ihnen eben mal den Return to In-House Repair-Prozess zeigen. Das ist sozusagen die Weiterführung vom In-House Repair-Prozess, den ich ja auch schon in einem ersten Webinar vor einem guten halben Jahr mal vorgestellt hatte. Und da möchte ich Ihnen erstmal so einen Überblick geben über den Prozess, auch so nochmal kurz einordnen im Kontext des S/4HANA Service. Dann möchte ich Ihnen nochmal die Fiori-Apps zeigen, die zum einen für das Thema In-House Repair ja, verwendet werden, mit den entsprechenden Rollen auch in Fiori, die von der SAP im Standard ausgeliefert werden und zusätzlich dazu dann auch die Apps und Rollen, die für das ganze Thema Retourenabwicklung in diesem Kontext dann auch relevant sind oder die man eben benutzen kann und Ihnen da einfach nochmal einen Überblick verschaffen auf Basis von Fiori eben, was da verwendet werden kann. Dann auch noch ja im Prinzip also auf die In-House Repair bezogen die neuen Funktionalitäten, die jetzt eben im Kontext von diesem Prozess relevant sind oder die eben dazugekommen sind, die möchte ich da auch noch mal kurz mit aufzeigen. Und das Ganze werden Sie dann auch in einer Live-Demo sehen. Und am Ende werden wir dann eben noch mal kurz zusammenfassen, was sich jetzt eben in diesem Prozess getan hat und welche Funktionalitäten damit herausgekommen sind, genau. Dann würde ich direkt einsteigen. Die Abbildung kennen Sie vielleicht schon von einem meiner vorherigen Webinare zum Thema S/4HANA Service im Allgemeinen. Hier jetzt nochmal so einen Überblick über die Funktionalitäten in S/4HANA Service. Ich würde da jetzt auch gar nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, aber einfach nochmal, dass Sie einen Überblick haben. Wir haben ja das ganze Thema Service-Vertragsmanagement natürlich auf der einen Seite, ja, verschiedene Möglichkeiten, wiederkehrende Services oder Subskriptionsaufträge zu verwalten und dann eben auch ja die ganze Integration in das Interaction Center, also das Ticketing, was dann mehr auf der ja, Service Cloud Seite passiert, also so die Integration da rein und dann natürlich auch das ganze Thema In-House Repair, was heute auch unser Fokus sein wird mit den entsprechenden ja, mit den entsprechenden Parts, die da mit reinfallen. Also natürlich auch die ganzen Funktionalitäten rund um das Thema Asset Management, also Equipments, technische Plätze und so weiter, was man auch schon aus dem CS kennt.
Und ja, noch weitere Funktionalitäten hier im S/4HANA Service sind dann auch die Integration ins Field Service Management. Und natürlich gehört dazu dann auch ja, das Monitoring und die Analyse im Gesamtbezug auf das ganze Modul, was ja auch in ja, dank der S/4HANA oder der HANA-Datenbank ja auch in Fiori dann ja, ganz interessant geworden ist. Auch dazu gab es schon ein Webinar in der Vergangenheit. Und ja, wenn Sie eins der Webinare nochmal anschauen können, dann haben Sie da auch die Möglichkeit, das auf unserem YouTube-Kanal nochmal zu machen. Dann möchte ich auch schon direkt übergehen zum Return to In-House Repair. Das ist im Prinzip jetzt so, ja, der integrierte Prozess, der eben aus dem Retourenprozess besteht und dem ja, In-House Repair Prozess, wie wir ihn jetzt gerade schon kurz genannt hatten, im S/4HANA Service Modul. Das heißt, ja, der Retourenprozess ist ja eigentlich ein SD-Prozess, der auch schon etwas länger existiert. Und der ist jetzt eben mit dem In-House Repair Prozess integriert worden, um ja, die logistische Abwicklung eben zu vervollständigen. Das heißt, vor allem die Vereinnahmung von Equipments, die von Ihrem Kunden geliefert werden, und die anschließende Auslieferung nach der Reparatur auch abbilden zu können. Ja, also falls Sie mein letztes Webinar nicht gesehen hatten, da hatte ich mal darauf hingewiesen, dass man vor allem den Wareneingang des Equipments und den Warenausgang noch manuell und nicht im Belegfluss abbilden kann oder das noch nicht im Standard im letzten Release herausgekommen war. Und das ist jetzt eben hier mit dem Release 2022 und der Integration in, ja, in den Retourenprozess geschehen. Das heißt, ja, da haben wir jetzt eben diese logistische Abwicklung auch mit integriert. Vielleicht mal kurz zum Überblick, wie der Prozess grob abläuft. Man hat im Prinzip einfach ja, auf der SD-Seite eben ja, die Anlage von einem ja, von einem Retourenauftrag. Also das heißt, der Kunde meldet irgendwie, dass ihm jetzt dass sein Equipment beschädigt ist, retourniert das bei Ihnen, also er sendet es zurück. Bei Ihnen wird dann eben ein Retourenauftrag angelegt. Der wird dann von Ihrem Techniker vor Ort bei Ihnen im Werk, also nach dem Wareneingang, ja, wird da eine Diagnose gemacht, um eben festzustellen, wie mit dem Equipment weiter verfahren werden soll. Das heißt, entweder wird es vielleicht umgelagert an ein anderes Werk, weil es vielleicht durch ein anderes Werk nur repariert werden kann oder vielleicht auch direkt verschrottet oder es wird ein Ersatzteil zurück an den Kunden geliefert, also ein neues Equipment oder eben jetzt seit dem Release 2022 auch das Anstoßen einer In-House Repair, also einer Werkstattreparatur im S/4HANA Service Modul. Und dazwischen gibt es natürlich dann auch die entsprechenden Schritte, wie zum Beispiel eine Angebotserstellung an den Kunden, dass der Kunde natürlich dann auch erstmal bestätigen kann, ob die Reparatur sich für ihn lohnt. Und dann eben die normale Abwicklung des ja, Reparaturprozesses im S/4HANA Service Modul. Genau. Vielleicht noch gerade so als Hintergrundinformation. Ich habe mich jetzt heute für dieses Webinar und vor allem auch für die Live-Demo mehr auf die logistischen ja, Bestandteile konzentriert. Das heißt, alles, was jetzt so mit gerade so auf Ebene der Retoure mit der finanziellen Abwicklung zu tun hat, ist jetzt hier heute nicht im Fokus, sondern wir haben uns jetzt hier mehr auf die Integration zwischen den beiden Prozessen konzentriert und dementsprechend dann auch den logistischen Fluss, also die Vereinnahmung von dem Equipment und die Auslieferung an den Kunden zurück. Genau. Ja, welche Funktionalitäten bietet jetzt so dieser Return to In-House Repair Prozess im Release 2022 noch? Ja, eben zum einen die Anlage und Planung von Reparaturen eben für serialisierte Equipments. Das heißt, nicht serialisierte Materialien oder Equipments sind jetzt eben noch nicht mit diesem Prozess ja, reparierbar oder abbildbar.
Das wird aber in Zukunft oder ist für die Zukunft noch geplant von der SAP. Und dann eben auch die Verlinkung in die Beschaffung. Also das heißt zum Beispiel jetzt eben auch die Bestellung von irgendwelchen Ersatzteilen kann eben auch aus der Reparatur angestoßen werden. Und dann eben auch weitere Schritte, wie zum Beispiel die Rechnungsstellung ist mit drin, sowohl auf rückmeldungsbasierte Leistungen oder eben auch für eine Festpreisdienstleistung. Und dann eben auch die Integration mit dem Retourenprozess, den wir jetzt heute auch so als Hauptteil in unserem Webinar haben. Genau. Wo soll es jetzt dann auch hingehen mit dem Prozess in Zukunft? Gerade nochmal jetzt vielleicht so schon mal als Ausblick, zumindest jetzt, was so der letzte Stand war, ist jetzt eine Folie hier vom Anfang des Jahres. Also wo der Prozess eben in Zukunft hin entwickelt werden soll, ist eben dann auch die Integration in die Service Cloud, eben mit der Abwicklung des Kundenservice. Das heißt, dass dort dann eben auch aus der Service Cloud heraus die Inhouse Repair angestoßen werden kann und dann eben auch die Inspektion gemacht werden kann und dort dann eben auch in der Inhouse Repair zurückgemeldet werden kann. Dann, wie ich schon eben gesagt hatte, die Integration von nicht serialisierten Produkten. Das heißt, dass man eben nicht unbedingt schon die Serialnummer hinterlegt haben muss oder beziehungsweise gar keine Serialnummer braucht im Prozess. Auch das ist für die Zukunft geplant. Dann auch zum Beispiel die Bereitstellung von einem Austauschequipment. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihrem Kunden für die Zeit, die er jetzt kein Equipment hat oder einfach ein anderes zusenden, das jetzt eine andere Serialnummer hat. Das ist ebenfalls für die Zukunft geplant. Und dann eben auch solche Themen wie das Kreditmanagement. Da ist jetzt schon die Integration zum Teil mit herausgekommen. Und dann eben noch andere Themen wie zum Beispiel Vorlagen für Inhouse Repairs oder auch Produktvorschläge. Und dann auch die Integration ins Field Service Management. Genau. Ja, und dann eben natürlich auch noch der Diagnoseschritt. Und dann auch, was ein ganz interessantes Thema ist, so die Integration oder die Intercompany-Abwicklung, also auf logistischer Ebene für zum Beispiel jetzt die Auslieferung an ein anderes Werk. Sowohl im gleichen Buchungskreis als auch in einem anderen Buchungskreis, um eben vielleicht die Reparatur auch an einem anderen Ort durchführen zu können. Auch das ist für die Zukunft geplant. Genau. Dann möchte ich Ihnen mal kurz die entsprechenden Fiori-Apps vorstellen, die SAP, beziehungsweise erstmal noch kurz die Stammdaten. Genau, die Folie kennen Sie vielleicht noch aus meinem letzten Webinar, da möchte ich einfach noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben jetzt im Prinzip sozusagen die wichtigsten Stammdaten hier sind eben das Equipment für so einen Werkstattreparaturprozess, also die Inhouse Repair. Also das Equipment wird eben vom Kunden geliefert, ist jetzt im heutigen Release-Stand eben noch serialisiert, also muss ein serialisiertes Material sein in Ihrem Materialstamm. Und dann haben Sie eben natürlich auch noch ein Material für die Dienstleistung, also zum Beispiel die Reparatur, die Sie durchführen. Und das muss eben dann eine bestimmte Materialart sein. Das ist die SERV, also für Servicematerial mit der entsprechenden Positionstypgruppe SRVP. Genau. Und dann natürlich auch der Geschäftspartner, also Ihr Kunde bzw. Auftraggeber, der Ihnen dann auch das Equipment zusendet. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Fiori-Apps, die für die Werkstattreparatur relevant sind. Es gibt da ja drei verschiedene Rollen. Zum einen haben wir einmal den Service-Mitarbeiter im Backoffice. Das ist im Prinzip derjenige,
der so die Werkstattreparaturen anlegt und Entscheidungen trifft, was mit welchem Equipment zu tun ist, das in dieser Werkstattreparatur erfasst wurde. Also man hat ja die Möglichkeit, mehrere Equipments in einer Werkstattreparatur zu bündeln und dann jeweils eine Entscheidung zu treffen, was damit geschehen soll. Genau, am Ende wird dann auch die Fakturaanforderung durch den Mitarbeiter im Backoffice erstellt und der schließt dann auch sozusagen den Prozess ab. Dann haben wir daneben den Service Manager, der mehr so für die Einsatzplanung der Servicetechniker zuständig ist und dann eben auch die Reparaturaufträge zur Bearbeitung freigibt, nachdem sie beplant wurden. Also das heißt, da nochmal den Blick drauf haben kann und jeweils dann eben die Reparatur dann wirklich anstößt. Und dann eben auch noch den Servicetechniker, der eigentliche ja, Mitarbeiter, der dann wirklich die Reparatur am Equipment durchführt und dann auch seine Rückmeldungen erfassen kann, die er auf dem Reparaturauftrag macht. Genau. Ja, das waren im Prinzip die Rollen, die man jetzt auf Seiten der Werkstattreparatur hat. Und was jetzt eben durch die Integration in den Retourenprozess mit dazugekommen ist, ist eben noch eine Rolle des Retourensachbearbeiters, der zum einen ja, den Retourenauftrag im System eigentlich auch anlegt und dafür gibt es dann eben verschiedene Fiori-Apps. Ich habe hier jetzt mal einige ausgesucht, die ich jetzt heute auch in dieser Demo verwende. Und da ist zum einen jetzt mit dem Release 2022 auch für die Kundenretouren eine neue App herausgekommen. Das ist diese Kundenretouren verwalten Version 2, mit der ja, Sie eben die Kundenretour wirklich erfassen können. Das ist eine sehr schlanke App, mit der wirklich nur die relevantesten Informationen dann im Retourenauftrag einzutragen sind. Und dann haben Sie eben da auch die Möglichkeiten, die ganzen Retouren zurückzuverfolgen, haben hier so eine Art Übersichtstafel oder Übersichts-App, mit der Sie wirklich alle Kundenretouren nochmal zurückverfolgen können, die einzelnen Schritte nachvollziehen können, in welchem Zustand sich jetzt gerade die Retour befindet, ob sie jetzt zum Beispiel gerade angeliefert wurde, ob der Wareneingang schon erfolgt ist oder auch schon die Rücklieferung zum Kunden oder vielleicht auch noch die Inspektion aussteht. Genau. Und als zweite Rolle hier jetzt an der Stelle ist dann auch der Empfangssachbearbeiter. Auch das ist eine Standard-SAP-Fiori-Rolle. Und der ist eben dafür zuständig, die Inspektion am Equipment durchzuführen, nachdem das Equipment eben eingeliefert, also eingegangen ist, im Wareneingang vereinnahmt wurde. Und dann eben die Inspektion ja, durchzuführen ist. Genau. Die Inspektion ist dann auch dafür gedacht, ja, nach dem Wareneingang eben die Werkstattreparatur anzulegen. Das heißt, dort wird dann, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Folgevorgänge auszuwählen. Und dort wird dann im Prinzip für die Integration in den Werkstattreparaturprozess der Folgevorgang ja, Service ausgewählt, also Reparatur anlegen. Und dann wird für dieses Equipment eine eigene Werkstattreparatur angelegt, genau. Ja, dann kommen wir mal kurz zu ein paar Funktionalitäten, die jetzt eben neu sind oder beziehungsweise gerade jetzt für diese Integration wichtig sind zwischen, ja, zwischen Werkstattreparatur und Retourenauftrag. Da haben wir jetzt zum einen in unserer Werkstattreparatur später dann in der Übersicht auf Equipment-Ebene oder beziehungsweise auf Positionsebene der Werkstattreparatur ja, die Informationen, also die logistische Information zur Verfügbarkeit unseres Equipments. Das heißt, hier sehen wir jetzt auch wirklich dann, ob der ja, ob das Equipment im Werk eingegangen ist, also wirklich schon auf Bestand liegt bei uns und dann auch repariert werden kann. Das war jetzt bis zum letzten Release oder jetzt ja, im letzten Release war das jetzt eben noch nicht der Fall. Also diese Funktionalität ist neu dazugekommen und
das eben jetzt mit der, ja, mit dem Retourenauftrag, der jetzt eben integriert ist und durch dessen Wareneingang dann eben hier diese Information vorliegt. Und dann haben wir eben auch noch die Information über die Retourenauftragsnummer, die dazugehört. Also da können wir dann eben wirklich nachvollziehen, wo sich das Equipment gerade befindet, zu welchem Retourenauftrag jetzt diese Werkstattreparatur angelegt wurde und sehen das dann einfach direkt auch auf Ebene der Werkstattreparatur. Ja, ansonsten, was man eben auch nachvollziehen kann, ist dann eben auch der Belegfluss. Also wir sehen jetzt hier in dem einen Screenshot auf der Seite, dass wir unsere Werkstattreparatur jetzt in Bezug auf einen Retourenauftrag angelegt haben und ja, in welchem Zustand sich jeweils der einzelne Beleg befindet, dass hier jetzt auch schon ein Reparaturauftrag angelegt wurde und eine Rückmeldung erfasst wurde. Und das Ganze ist auch schon abgeschlossen worden und dass ebenfalls auch schon eine Lieferung an den Kunden angelegt wurde, die jetzt aber noch nicht bearbeitet wurde, jetzt in diesem Zustand. Sobald jetzt eben diese Lieferung angelegt wurde, also das ist eben dann auch eine Aktion, die im Zuge der Fakturierung oder beziehungsweise gleichzeitig mit der Fakturierung passiert, ist dann eben ja die Information, die jetzt hier schon geupdatet wird, also sobald die Lieferung angelegt wurde, auch wenn jetzt noch kein Warenausgang erfolgt ist, wird dann schon der Status aktualisiert, so dass wir jetzt hier eben auch dann wieder in unserer Werkstatt-Reparaturposition sehen, dass das Equipment schon zurückgesendet wurde, also dass ja, sich das Equipment zumindest schon auf dem Weg zum Kunden befindet. Genau. Ja, dann soweit zu den neuen Funktionen jetzt zum aktuellen Release. Ich möchte jetzt noch kurz hier mal den Roadmap Explorer nochmal hervorheben, der ja auch die Funktionalitäten, die die SAP zumindest in Zukunft plant, nochmal abbildet. Das heißt, dadurch, dass sich jetzt eben dieser ja, Werkstattreparaturprozess beziehungsweise Return-to-In-House-Repair-Prozess natürlich noch in Entwicklung befindet und da weitere Funktionalitäten in Zukunft ja, herauskommen sollen, hat man eben hier in dem Roadmap Explorer die Möglichkeit, sich die, ja, die aktuelle Planung der SAP anzusehen. Das heißt, hier wird dann nochmal ja, aufgeführt, welche Funktionalitäten für welches Quartal in den nächsten, ja, in den nächsten Jahren dann geplant ist. Ist natürlich immer unter Vorbehalt. Das heißt, die SAP garantiert hier jetzt auch nicht, dass die Funktionalitäten überhaupt rauskommen, beziehungsweise dass sie zu dem genannten Zeitpunkt herauskommen. Aber es ist zumindest mal eine Übersicht, so was noch alles so auf der, ja, auf der Roadmap der SAP steht. Genau. Ja, dann würde ich auch schon zur Live-Demo übergehen. Genau, ich habe das Ganze im Vorhinein aufgezeichnet, einfach vor dem Hintergrund, dass ja, der Prozess relativ lang ist und dass ja, ein Fehler in den Buchungen schnell dazu führt, dass der Prozess dann nicht komplett gezeigt werden kann. Deswegen, ja, um hier nicht die Zeit zu stark zu überschreiten. Genau, habe ich jetzt das Ganze eben aufgezeichnet. Ich hoffe, es ist gut zu sehen. Wir haben jetzt im Prinzip hier im ersten Schritt jetzt die Anlage der, des Retourenauftrags eben in der genannten App, die jetzt neu rausgekommen ist im Release 2022, wo dann eben ja relativ schlank die einzelnen Informationen eingegeben werden können. Das ist also deutlich komfortabler als in der VA01 beispielsweise alles eingeben zu müssen. Und dementsprechend wird jetzt dann hier eben auch der Auftraggeber erfasst, der die Retoure, also von dem das Equipment zurückgesendet wurde. Dann wird natürlich die einzelne Position angelegt, die jetzt retourniert wurde, also das Equipment oder das erstmal das Material dazu, was jetzt hier in unserem Fall einfach mal beispielhaft ein Messschieber sein kann. Ja,
Sofern Sie den Retourenprozess schon kennen, dann kennen Sie wahrscheinlich auch schon hier die Schritte. Die App ist auf jeden Fall relativ neu, ist jetzt auch im Release neu herausgekommen. Hier sieht man jetzt auch die Folgeaktion, die jetzt erstmal im Zug dieser, ja, im Zug dieser Retoure geplant ist. Das heißt, erstmal vereinnahmen wir das Ganze natürlich bei uns im Werk und füllen dann noch weitere Informationen aus, die jetzt hier relevant sind. Und geben das dann hier mit. Genau. Das kann ich auch mal an der Stelle etwas vorspulen. Aber im Prinzip ja, werden hier eben die soweit die Daten eingegeben. Man kann dann zum Beispiel natürlich auch noch Informationen wie einen Kommentar verfassen. Und ja, dann im Prinzip diese Retoure soweit anlegen. Genau. Jetzt wurde die Retoure gesichert, ist jetzt im Prinzip dann auch soweit schon vorhanden im System, hat jetzt natürlich noch den Status offen und als nächstes wird dann jetzt hier auch die App für die Retourenübersicht gezeigt und hier sieht man dann wirklich im Überblick die einzelnen Schritte, die jetzt zu durchlaufen sind im Retourenprozess. Man sieht hier jetzt die Belege, die erstellt wurden. Das heißt, hier sieht man dann auch die Anlieferung, die jetzt schon erzeugt wurde. Das ist jetzt eine Customizing-Einstellung, dass direkt eine Anlieferung erzeugt wird. Und die muss jetzt erstmal noch kommissioniert werden, bevor sie dann wirklich als Wareneingang gebucht werden kann. Das haben wir jetzt hier in der Demo mal in einer eigenen App gemacht, die Auslieferung kommissionieren App. Die ist auch relativ schlank. Und dort sieht man dann eben auch zum einen den Status der Serialnummer, die ist jetzt noch nicht mitgegeben worden und kann jetzt eben hier eingegeben werden. Und das Equipment, das wir jetzt hier auswählen, also der Messschieber, ja, der ist jetzt eben hier mit ausgewählt worden und sobald wir das dann eben auch speichern, genau, wird das dann übernommen. Hier an der Stelle habe ich jetzt nochmal parallel, um einfach das mal zu zeigen, wie jetzt der Status sich jetzt auch verhält von dem technischen Objekt, also von unserem Equipment, entsprechend mal die App technisches Objekt dazu genommen, habe die mal parallel aufgemacht und hier sieht man jetzt eben zum einen, dass noch kein Serviceauftrag, also kein Werkstattreparaturauftrag angelegt wurde bisher oder beziehungsweise kein Reparaturauftrag. Und das wird sich dann später ändern. Das sehen wir dann auch gleich, sobald dann ja zum Beispiel der Wareneingang erfolgt ist, ändert sich der Status. Und sobald dann auch der ja der Reparaturauftrag angelegt wurde, sieht man den auch in der entsprechenden App für ja für das technische Objekt. Genau, hier sieht man jetzt, dass der Wareneingang gebucht wurde. Das heißt, wir haben das Equipment jetzt bei uns im Werk vereinnahmt, müssen jetzt hier für diese Lieferung eben auch noch eine Inspektion durchführen. Und das Ganze geschieht jetzt eben wiederum mit einer eigenen App. Die nennt sich ja, Inspektionsergebnisse erfassen. Und da kann man dann eben entweder in Bezug auf eine Lieferung oder wenn man jetzt hier noch etwas weiter runterscrollen würde, könnte man das auch in Bezug auf die Retoure machen, die entsprechende Inspektion durchführen, muss dann hier verschiedene Daten eingeben und macht das Ganze dann eben auf Positionsebene. Das heißt, man kann natürlich auch mehrere Equipments hier inspizieren, die alle zu einer Lieferung gehört haben. Hat hier dann auch noch die, ja, die einzelnen Informationen zur Verfügung und muss jetzt eben hier zum einen den Inspektionsschlüssel mitgeben, also in welchem Zustand sich das Equipment befindet, kann dann auch noch einen Kommentar verfassen und
Sobald man das dann mit Enter bestätigt, wird das dann auch im Status auf Grün gesetzt. Und was jetzt hier ganz Wichtiges passiert, ist dann auch die nächste logistische Folgeaktion, die wir jetzt eben durch die Inspektion entschieden haben. Also das heißt, wir wollen jetzt eine Werkstattreparatur anlegen, also das Equipment bei uns im Werk reparieren und wählen das dann hier aus. Also das ist so der Integrationspunkt eben in den Serviceprozess, in den Werkstattreparaturprozess. Genau, das Ganze wird dann eben gesichert und bestätigt. Und der Status muss dann auch dort auf Grün springen, damit dann auch im Hintergrund die Werkstattreparatur angelegt wurde. Und das sieht man dann auch hier wieder in der Retourenübersicht, dass hier die Werkstattreparatur angelegt wurde. Wir sind da jetzt reingesprungen und haben jetzt im Prinzip hier den gleichen Prozessablauf wie bisher, dass wir ja unser Equipment jetzt hier aufgeführt bekommen und hier erstmal eine Vorprüfung durchführen müssen. Das bedeutet, da eben entscheiden müssen, was wir als nächstes tun. Das ist jetzt hier so der Bereich im S/4HANA Service, der jetzt hier mit einhakt und haben dann hier eben alle Informationen. Zum einen natürlich unsere Serialnummer, also unser Equipment, was wir beim Wareneingang erfasst hatten. Den Status auf Ebene des Reparaturobjekts, also dass dort eben jetzt noch keine Entscheidung getroffen wurde, steht hier drin. Dann haben wir eben verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten. Wir könnten jetzt ein Angebot anlegen oder einen Reparaturauftrag und haben jetzt hier eben, wie ich schon in den Screenshots vorher gezeigt hatte, unsere ja, logistische Verfügbarkeitsinformationen, dass unser Equipment eben in der Werkstatt eingegangen ist und hier dann eben auch die Kunden-RMA-Nummer, also eben von der ja, von der Retoure, die Nummer mit der Positionsnummer. Also hier hat man dann wirklich die Transparenz darüber, woher das Equipment gekommen ist. Genau. Jetzt im nächsten Schritt einfach nochmal, um das zu zeigen, was sich jetzt geändert hat im Equipment, ist hier der Status. Der ist jetzt auf im Lager gesprungen. Das heißt, wir haben unser Equipment jetzt zum einen eingelagert. Es wurde jetzt aber noch kein Serviceauftrag angelegt. Das passiert jetzt erst, wenn wir den Reparaturauftrag wirklich anlegen. Das ist ja dann im Prinzip nichts anderes als ein klassischer Serviceauftrag mit wenigen Unterschieden. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal hier aktualisieren im technischen Objekt, also in unserem Equipment, dann sieht man das auch. Also das heißt, wir können auch hier mit der App technisches Objekt wirklich die Referenz zu unserem Serviceauftrag, also zu unserer ja, Repair Order sehen. Genau. Daraus können wir dann im Prinzip auch direkt in den Serviceauftrag abspringen, also in den Reparaturauftrag. Genau. Ich mache das jetzt an der Stelle in der Demo. Ja, aber über die Werkstattreparatur selbst. Und der Prozess läuft jetzt eben so ab wie bisher auch schon, dass man eben seine Vorgänge auf dem Auftrag plant und dann diese auch zurückmeldet. Genau, hier auch nochmal weitere Felder, die jetzt dazu gekommen sind, wie ich es auch schon vorhin mal kurz erwähnt hatte. Das Thema Credit Management ist jetzt auch hier integriert, haben wir jetzt leider in dem System noch nicht eingerichtet. Da wird es vielleicht mal in Zukunft nochmal ein Webinar drüber geben. Ist jetzt aber auch hier integriert eben in das Thema Werkstattreparaturen. Genau. Und ja, der Prozessablauf ist jetzt hier im Prinzip wie bisher. Was wir jetzt gerade eben gesehen haben, ist, dass uns auch ein Servicevertrag dazu vorgeschlagen wurde. Das heißt, für diesen Service oder diese Dienstleistung, die wir jetzt in dem Vorgang planen, gibt es schon einen Vertrag mit dem Kunden. Das wird dann auch automatisch vorgeschlagen und den können wir dann auswählen. Dann müssen wir hier eben noch die Service-Mitarbeitergruppe, die Reparatur durchführen soll, hinterlegen und können dann im Prinzip unseren Vorgang freigeben. Genau, der hat eben verschiedene ja, Statuszustände, die wir vergeben können. Und sobald wir dann eben alle Positionen freigeben, springt dann auch auf Kopfebene der Reparaturauftrag dann auch wirklich auf freigegeben und kann dann auch zurückgemeldet werden.
Genau, ich habe das jetzt dann im nächsten Zug einfach einmal zurückgemeldet, damit man das dann auch nochmal sieht und wir das Equipment dann auch natürlich später auch zurückliefern können. Aber im Prinzip handelt es sich jetzt hier einfach um den gleichen Prozess wie bisher, dass jetzt eben die ganze Werkstattreparatur durchgeführt wird. Und ja, eben mit der Integration in die Retoure. Genau. Hier wird jetzt dann eben die Reparaturrückmeldung erfasst. Die wurde jetzt auch vorgeschlagen bei der Anlage. Das heißt, die Positionen werden auch direkt vorgeschlagen, die man zurückmelden kann, mit dem entsprechenden, ja, der entsprechenden Menge. Zum Beispiel jetzt an Stunden oder Materialien, je nachdem, was man zurückmelden möchte. Und dann wird das Ganze eben ja auch mit dem Speichern und dem auf erledigt setzen zurückgemeldet. Und das sieht man dann eben auch in der Vorgangshistorie. Genau. Dort sieht man dann auch, das sieht man jetzt hier gerade an der Stelle, den Servicevertrag, den wir vorhin ausgewählt hatten, also den wir jetzt hier in der Position auf den Reparaturauftrag referenzieren. Und der wird dann eben auch hier mit verlinkt, ja, in unserem Reparaturauftrag. Genau. Ja, für den Abschluss vom Reparaturauftrag muss der dann noch auf erledigt gesetzt werden, damit er dann auch für die Fakturierung freigegeben werden kann und die Auslieferung dann auch angestoßen werden kann. Genau. Das heißt, hier sind wir jetzt an der Stelle fertig mit der Reparatur, haben jetzt soweit alle Rückmeldungen gemacht, den Reparatur Auftrag dann auch wirklich abgeschlossen. Jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Werkstattreparatur. Das ist ja der Vorgängerbeleg, in dem die Vorprüfung stattgefunden hatte. Und hier befindet sich jetzt eben unser Equipment im Zustand Fakturierung vorbereiten, also kann jetzt fakturiert werden. Und an der Stelle wird dann eben auch die Auslieferung durchgeführt. Das heißt, hier hat man dann eben wieder eine Folgeaktion, die man jetzt anstoßen kann. Und da wird dann eben eine Auslieferungsreferenz angelegt. Also das heißt, wir haben dann hier unseren ganzen Belegfluss, eben den Retourenauftrag, der schon abgeschlossen wurde mit der Werkstattreparatur, die integriert angelegt wurde. Unten dran den jetzt den Reparaturauftrag für dieses eine Equipment mit der Rückmeldung. Und dann oben eben auch die Lieferung, die wir jetzt angelegt haben. Und ja, wie ich es auch schon auf der Folie erwähnt hatte, wird jetzt eben hier auch der Status zurückgesendet gesetzt. Das heißt, wir haben jetzt hier dann auch wirklich ja, das Status-Update. Und das Ganze sieht man dann eben auch wieder im technischen Objekt, wenn man das aktualisiert. Ja, der Serviceauftrag abgeschlossen wurde, das heißt, der ist jetzt erledigt und ja, der Status dann eben auch soweit abgeschlossen wurde. Genau. Genau, also hier sieht man es jetzt auch nochmal, die verschiedenen Statuszustände. Das Equipment befindet sich jetzt noch im Lager und ist einem Lieferschein zugeordnet. Und jetzt am Ende wird dann nochmal die Lieferung natürlich dann auch ausgeführt, also der Warenausgang gebucht. Und das Gleiche passiert jetzt eben wie auch mit der Anlieferung. Es wird kommissioniert und dann der Warenausgang zum Kunden gebucht. Genau. Genau, hier sieht man dann eben nochmal kurz die Referenz zur Serialnummer und gibt dann hier eben die kommissionierte Menge ein. Wenn man das Ganze dann sichert, ist dann auch der Wareneingang möglich und mit der Wareneingangsbuchung ist dann der Prozess auch soweit aus der logistischen Sichtweise dann auch abgeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal dann aktualisiere, dann wird genau, ist die logistische Abwicklung soweit abgeschlossen. Das Thema Fakturierung habe ich jetzt in der Demo nicht weiter mit reingebracht. Das war ja auch schon in unserem vorherigen ja, Webinar, können Sie sich das nochmal anschauen.
wie eben die Fakturaanforderungen umgesetzt werden. Hier geht es ja jetzt erstmal wirklich nur um die logistische Integration. Und jetzt hier zum Abschluss nochmal der letzte Status im Reparaturobjekt, also in unserem Equipment. Und hier sieht man jetzt eben, dass das Equipment beim Kunden liegt, also dass es jetzt zurückgebucht wurde zum Kunden. Und ja, der Serviceauftrag war ja schon soweit dann auch auf erledigt gesetzt. Genau. Ja, soweit zur Demo. Ich hoffe, Sie ja, konnten einen Einblick bekommen in das ganze Thema und in vor allem jetzt in diesem relativ langen Prozess. Da kann man natürlich auch einiges automatisieren und das Ganze wird natürlich auch noch weiterentwickelt von der SAP. Ich möchte jetzt nochmal an der Stelle kurz nochmal zusammenfassen, was wir jetzt eben jetzt hier an Vorteilen haben durch die Integration von der Advanced Returns Order, also der dem Retourenauftrag und der Inhouse Repair. Wir haben jetzt hier eben die volle Integration zwischen diesen beiden Prozessen, die jetzt eben möglich macht, dass wir eben ja den Waren-Ein- und Ausgang unseres Kundenequipments vollständig integriert haben, wie Sie gesehen haben. Wir haben jetzt eben auch die Statusübersicht sowohl in der Inhouse Repair als auch im Equipment und dadurch ja auch die Referenz vom Equipment auf den Inhouse Repair. Ja, und noch so eine ganz wichtige Hintergrundinformation ist eben auch, dass das Kundenequipment natürlich auch bei uns im Kundenauftragsbestand bleibt durch die Retourenanlieferung oder die Retoure selbst und dann eben ja nicht in unserem eigenen Bestand eingeht, sondern ja auf dem gesperrten Kundenauftragsbestand verbleibt. Genau. Dann können Sie jetzt auch schon damit starten, Fragen in dem Chat zu schreiben. In der Zwischenzeit würde ich noch mal kurz Werbung machen für unser nächstes Webinar am 21. März. Und da wird es um das Thema Geschäftspartner, Material- und Finanzprozesse ohne MDG-Steuern und das Ganze, wie man das eben durch BAF Plus abbilden kann. Da können Sie sich gerne schon anmelden auf unserer Webseite. Und ja, kostenlos teilnehmen. Gut, dann wäre jetzt der Moment für die Fragerunde. Und da lese ich jetzt mal die erste Frage. Ist die Verwendung des Inhouse Repair auch weiterhin ohne Retourenprozess möglich? Und da ist die klare Antwort ja, das ist möglich. Also Sie können auch den Retouren Prozess komplett außen vor lassen. Weiterhin, Sie müssen den jetzt nicht verwenden, wenn Sie den nicht nutzen möchten für die Integration in die Werkstattreparatur. Also das heißt, es ist jetzt immer noch ein eigenständiger Prozess, der Inhouse Repair Prozess. Kann sogar auch der Startpunkt sein. Also was ich jetzt nicht hier im Webinar groß gezeigt habe, war die Möglichkeit, dass man eben den Prozess auch aus der Inhouse Repair anstoßen kann. Und im Nachgang erst eine Retoure anlegen kann, wenn man das zum Beispiel tun möchte, um einfach nur den Wareneingang zu verbuchen. Je nachdem, wo Ihr Prozess startet, ist man da auch ja, recht flexibel in den Möglichkeiten, die man hat, um diese Vereinnahmung und Integration mit dem Retourenprozess zu machen. Genau. Genau, ansonsten habe ich jetzt hier auf der Liste keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, dass wir soweit am Ende sind mit dem Webinar und mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und ja, freue mich schon, Sie beim nächsten Webinar dann begrüßen zu dürfen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut. Bis dann.